Ich hau ich weg. Ach, schon wieder nicht. So, jetzt. Und das müsste es jetzt alles gewesen sein. Wir haben unsere Rache vollbracht. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt sogar unsere Ausrüstung wieder. Continue. Mhm. Dum, 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 dum. Salz. Nee, Mehl ist das nur. Leider nur Mehl und ein bisschen Ehl. Okay. So, haben wir das geschafft? Aha, aha, aha. 1753 Dinare. Das lässt sich sehen. Lord Despin haben wir hier. Und Lord Rochabart. Ach, die sind jetzt auf verschiedenen Wegen. Das heißt, ich gehe jetzt mal zu Lord Despin. Yakinator der Weise. Ja, ja, Yakinator Dingsbums. We will fight you to the end. 3 gegen 28. Und das sollte doch jetzt aber zu schaffen sein. Wir haben wieder nicht volle Lebensenergie. Aber ist nicht so schlimm. So. So, wo sind die Pferde? Hat er überhaupt noch Pferde? Ich glaube, da waren noch welche. 4 Swordian Man-at-Arms oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr 100 pro. Hauptsache, wir rennen da jetzt nicht so rein, dass wieder alles schief geht. Nein, das machen wir nicht. Wir rennen so rein, dass alles gut geht. Nämlich so rennen wir da rein. Ja, und alles größtenteils Bogenschützen. Und alles größtenteils relativ hilflose Bogenschützen. Die wir hier einfach niederreiten können und weghauen können. So. Ja, ja. Jetzt klappt's wieder. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt ist wieder der Flow so ein kleines bisschen mehr drin. Wir können uns hier auf verschiedene Aufgaben konzentrieren. Auch wenn wir gerade von diesem Kagiten, von diesem Lanzer hier weggehauen worden wären. Die kommen jetzt hier nämlich alle. Nachdem sie meine anderen beiden Kameraden weggehauen haben. Und jetzt können wir den Lord nehmen hier. Genau. Ach, der lebt leider noch. Den kann man ja nicht mit einem Schlag. Da ist er. Aber jetzt vielleicht. Lord Despin, genau. Wie schon so viele Male vorher, haben wir Lord Despin wieder mal besiegt. Und er kennt sich ja schon bei mir aus jetzt. Er weiß, wann es Essen gibt. Er weiß, wie der Kaffee schmeckt. So. Ja, ja. Sterbt, sterbt, sterbt. Ja, wir hauen hier volle Pulle rauf immer. Und den kriegen wir auch noch irgendwann. So, 36 Damage fürs Pferd. Dann ihn hier noch weg. Uah, genau. So, dann haben wir dem seine größte Waffe, das Pferd, geklaut. Und jetzt ist er auch nur noch hilflos. Hilflos bist du, geht nicht mehr. Er hat zwar noch eine Lanze irgendwo einstecken. Sieht man jetzt nicht. Aber er hat noch eine Lanze. Die zeigt er jetzt natürlich nicht, wenn er am Boden ist. Und mal sehen, was kannst du? So, nichts kann er. Und den nehmen wir uns auch noch vor. Genau. Wollte ich doch sagen. Und jetzt hier sein Kriegspferd ist auch weg. Ah. Au. So, Swordian Man at Arms killed. Und diesen Swordian Man at Arms, den killen wir jetzt trotzdem hoffentlich auch noch. Ja, so geht das hier. Im Yakinatorland. 9 Damage delivered nochmal. 88 fürs Pferd. Und das war's. 76. Und da hinten sind jetzt noch ein paar. Da ist noch einer. 2. Ein Bogenschütze noch und ein normaler. Oh, genau. Und Bogenschütz, du bist zu nichts nütz. Ja, voll an mir vorbei. Und ich hau ihn hier weg mit 143. Und gewonnen. Super, so muss das sein. So klappt das. Lord Despin haben wir jetzt erstmal weggemacht. Aha. Tja, aber Hescho und Jeremus wirklich immer noch nicht so gut drauf. Neckguard. Aha. Okay, den Rest lassen wir. Ah, aber Hescho ist aufgelevelt. Ah, Hescho. Reden wir mit dir. Ah, einer von unseren beiden verbliebenen Kameraden. Was kannst du mir über deine Skills sagen? Stärke. 12. Natürlich. Power Strike ein bisschen oder Iron Flash. Ich würde mal sagen, wir machen mal Power Strike. Und dann können wir hier seine One-Handed Weapons auch noch ein bisschen hoch machen und seine Archery ein bisschen. Und dann hier noch ein bisschen Pole Arms ein. Ah, da wird er sich freuen. Gut. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oh, oh, ich habe das Gefühl, die Sworden wollen jetzt auch so ein kleines bisschen sich an den Kergiten rächen. Wo soll es denn lang gehen? Lord Rochabart, wer ist da alles?
Lord Deglan, Lord Lord Klagus. Da noch eine Karawane. Am liebsten würde ich mir natürlich erstmal diesen Lord Rochabart schnappen. Das könnten wir ja theoretisch sogar mal versuchen. Scheint ja jetzt keine so schlechte Idee zu sein. Oh, und die Rodoks haben einen Nord King bzw. Nord Lord festgenommen. Okay, Lord Rochabart. Aber du willst doch nicht etwa nach Preven. Ach, Mann, Lord Rochabart. Spielverderber. Gut, dann werde ich mich mal weiter in diese Richtung bewegen. Da, wo die anderen Sworden-Typen waren. Wo sind die langgelaufen? Die müssten doch jetzt hier in der Nähe irgendwo sein. Da ist ein Khergit. Ach, na, wen haben wir denn da? Aha. Wo willst du denn hin? Nach Herringoth? Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich werde dich. Surrender or die! So, und jetzt 1 gegen 44. Jetzt gilt's. Und Yakinato der Weise ist so doof. So, halt. So, Inventory. Und zwar werde ich meinen starken Kriegsbogen natürlich mitnehmen. Und ein Pfeil. So. Dann können die mich mal kreuzweise oder so. Sehen jetzt auch nicht besonders, sind jetzt auch nicht besonders wenig Typen, wie gesagt. Und ach, und was ich nächstes Mal mache, jetzt werden wir diesen Kampf verlieren, schätze ich mal. Und was ich dann nächstes Mal mache, ist, dass wir ein anderes Pferd mitnehmen. Oder? Ach, das mit der Pferdegeschwindigkeit ist ja auch immer so eine Sache, ne? So. Aber den können wir schon mal weghauen. Und wunderbar, wieder völlig in der Pampe. Wow! Ja. Da ist Yakinato der Weise ein kleines bisschen angearscht gerade. Oh. Sanftes Navigieren durch die Khergitenhorden. Ihr wisst ja, wie es geht. Also ich weiß es teilweise nicht. Wow! Das ist manchmal ein bisschen schwierig mit den Khergiten. Die sind da etwas eigenwillig. So, und au, au, au. Ja, toll. Super. So schnell geht das. Und nicht mit voller Lebensenergie gearbeitet. Nomad Bow, Leather Jerkin. Oh, Glück gehabt. Und bei Heshtur ist abgehauen. Das heißt, ich bin noch zu zweit. Und Guster Castle wurde belagert. Gut, schauen wir mal. Was haben sie uns jetzt weggenommen? Nichts von Bedeutung. Also ein Schild. Gut, das ist verkraftbar. Ach, Yakinator. Zügle dich. Mountain Bandits. Ach nee, keine Mountain Bandits jetzt. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Was ist das? Looters. Jetzt bin ich so ein bisschen von meinem Ziel abgekommen, die Khergiten weiter zu bekämpfen. Also nicht wirklich, aber ein kleines bisschen. Also ich werde von meinem Ziel abkommen. Ich werde jetzt nämlich noch ein bisschen die Sworden ärgern, wo sie denn sind. Und noch eine Roddok-Karawane. Das ist ja auch wunderbar. Mal sehen. Also wollen wir uns noch eine Roddok-Karawane vornehmen? Mit 53? Ja, aber nicht im Gebirge. Nee, nee. Wo will die denn hin? Wahrscheinlich nach Uxkal. Ha. Aha, ich glaube, ich werde mal eins machen. Ich werde mal. Die Musik ein bisschen hochdrehen. Yeah, Baby. Done. So, Return to Game. Und wie gesagt, ihr habt es gesehen: 399 Einheiten Limit. Nur für euch. Aha. Mal sehen. So, jetzt erstmal nach Uxkal. Ich möchte noch ein bisschen Waren verkaufen. Erfolgreich, schleichen wir uns in die Stadt. So. Und verkaufen alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. So, Ale und dann das hier alles. Ah, das kann er schon wieder gar nicht mitnehmen. Ah, schade. Gut, gibt es hier noch irgendwelche schönen Sachen? Large Bag of Kurgit Arrows. Das heißt, wir könnten unseren Large Bag of Bodkin, aber das ist mir alles ein bisschen zu teuer. Nee, da ist der Vorteil jetzt nicht so groß. Strong Warbow haben wir ja auch schon. Gut, dann gibt es da nichts zu holen. Dann verkaufe ich mal das hier alles noch.
Dafür gibt es auch nochmal 363. Ja, dicke Handschuhe sind das Beste, was sie hier haben. Okay, hier der Arms-Typ. Vielleicht so ein Elite-Cavalry-Schild. Ist ja auch mal nicht schlecht für einige Gelegenheiten. Und das war's dann praktisch auch schon. Achso, Taverne. Was gibt's da? Traveler Hired Blade. Nee, will ich nicht. Gut, dann verlassen wir die ganze Geschichte. So, wer ist das? Ein 60er Lord. Nein, muss jetzt auch nicht sein. Ich habe mich davon jetzt erstmal ein kleines bisschen erholt. So, Malayo Castle. Also ich werde... Ja, das bringt ja jetzt nichts. Also die Lords sind alle zu groß. Und ich werde jetzt zu mir ins Wegeland gehen. Hallo, Wegeland, wo bist du? Ach da. Zu mir ins Wegeland gehen. Nach Sungetsche Castle zum Beispiel. Zu mir ins Wegeland gehen und die Armee zusammenziehen und dann hier einfallen mit allem, was ich habe.